Jo Leute, ich bin's mal wieder, Tilgabe. Und es geht weiter mit Sims 4. In der letzten Folge haben wir ja den David erstellt. Und in der ersten Folge den The Gateway. Und ja, ich habe festgestellt, der da gefällt mir doch viel besser als der andere da, den ich, also von dem anderen Haushalt da halt, den ich als erstes erstellt hatte. Der ist doch, wenn man den mal näher betrachtet, eindeutig viel besser als der andere. Deshalb lasse ich das jetzt so, auch wenn ich herausgefunden habe, wie man mehrere Haushalte miteinander vermischt. Habe ich rausgefunden, aber jetzt will ich gar nicht mehr. Und von daher würde ich sagen, fangen wir dann jetzt einmal an zu spielen. Ich mache immer Foto wechseln und dann ist das nächste, was kommt, schlechter. Egal, nehme ich jetzt einfach das. So, der berühmte Ladebildschirm von Sims. Da ist es auch schon. Boah, wie ich dieses Tutorial hasse, ne? Also wenn mir irgendjemand sagen kann, wie man das Tutorial ausstellt, ne, dann wäre ich dem wirklich sehr dankbar, wenn er mir das mitteilen würde. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, dass ich jetzt einfach irgendein Haus mir kaufen werde mit dem Haushalt und die dann auf dieses Haus hier sparen lasse, denn das Haus gefällt mir echt gut und da will ich die einziehen lassen ganz gerne. Müssen wir jetzt irgendein Grundstück, was nicht allzu teuer ist. Aber auch nicht zu klein. Die kann man sich alle echt nicht leisten. Man muss wirklich da. Doch, das könnte ich mir leisten. Das auch. Die Gegend gefällt mir aber nicht so. Ich glaube, dann lasse ich die einfach in der knarrenden Hütte einziehen. Ja, möbliert. Ja. Nehmen wir das doch mal. Und dann werden wir das nochmal ein kleines wenig überarbeiten. So, um ein neues Haus zu bauen, da muss ich zugeben, das kann ich nicht so besonders. Und da kaufe ich mir lieber hier so ein Starthaus. Ich glaube, hier kann man auch ein normales Bett draus machen. Wo ist das Schlafzimmer? Da ist das Schlafzimmer. Ein Bett. Welches nehmen wir denn da? Irgendwas, was nicht allzu teuer ist. Aber es darf natürlich auch nicht allzu billig sein. So, erstmal tun wir das da weg. Dann, vielleicht einfach mal das hier. Und da klingelt das Telefon. Ich bin gleich wieder da. So, nach dem kleinen Cut bin ich auch schon wieder da. Wo waren wir? Bett, genau. Das stellen wir mal dahin. Also ich muss sagen, dieses Zimmer, da ist mir eindeutig noch ein bisschen zu leer. Und die anderen auch. Das Haus gefällt mir nicht so wirklich. Und irgendwo muss noch ein PC hin. Ist ja wohl klar. Was kann man denn da? Ja, hier, ich glaube, in das Schlafzimmer tue ich den PC rein. Kommode nach da. Büro. Irgendeinen billigen Schreibtisch. Der gefällt mir allerdings gar nicht. Ich würde eher so einen nehmen, aber ich glaube, der ist jetzt erstmal zu teuer.
Nehmen wir den Mega-Schreibtisch. Warum kann ich das da nicht platzieren? Oh, weil da Bücher hängen. Na super. Dann hängen wir die Bücher mal woanders hin. Und zwar hier neben das Bett. PC. Muss ich wahrscheinlich hier den billigen nehmen. Also den hier kann ich auf gar keinen Fall nehmen. Komm, leisten uns mal den da. Einfach diesen Stuhl hier. Ich würde auch ganz gerne noch irgendwo ein Klavier reinstellen, eventuell. Oder halt ein Flügel. Klaviere gibt es ja hier nicht. Vielleicht noch eine Staffelei irgendwo hin. Ist ja immer ganz gut. Mir das aber gefällt. Nee, tut's nicht. Gucke ich gleich nochmal, wo wir das anderes, wo wir das woanders hinstellen können. Ich würde jetzt ganz gerne noch ein Bücherregal. Das hier, warte, da gibt es andere Farben. Nehmen wir mal das da. So, hier hin. Das finde ich, das grenzt das Büro nochmal so ein bisschen wie so ein kleinen extra Raum ab. Das finde ich, das sieht immer ganz gut aus. Ja, die Staffelei kann man da stehen lassen. Die ziehen ja sowieso irgendwann hier wieder aus. Dann brauchen wir aber noch irgendein Küchengerät. Da. Was haben sie denn hier so schönes? Törtchenfabrik, okay. Ich weiß gar nicht, ob man eine Mikrowelle unbedingt braucht. Also, immer wenn ich gespielt habe, hab ich das eigentlich nicht gebraucht. Von daher lassen wir das jetzt mal. Okay, die hängt schon. Eigentlich müssen ja jetzt noch Küchenschränke hin, ne? Uff. So. Ne, das sieht aber nicht aus. Zumindest der hier nicht. Jetzt habe ich das verstellt. Das andere ist auch weg. Tatsache. Das ist super. Okay, sah eh nicht aus. Wie ist das Bad? Ist annehmbar. Ja, ich würde sagen, das Haus kann man so lassen. Es ist okay. Ist zwar nicht so, wie ich das einrichten würde oder so, aber es ist okay. Und dann würde ich sagen, was ist das eigentlich alles? Ach, Pipette. Mit E. Ah, ich habe mich schon immer gefragt, wie man irgendwas sich holt. Jetzt weiß ich. Super. Was ist das? Was kann man da machen? Ah, da kann man dann nochmal die Farbe ändern. Okay, gut zu wissen. Wusste ich alles noch gar nicht. Aber ich würde sagen, dann fangen wir jetzt mal an zu spielen, wa? Wir haben jetzt natürlich noch überhaupt keine Bedürfnisse oder so. Dann kannst du einfach mal malen, David. Wäre doch mal was für dich, wa? Wieso kostet das Geld, wenn die was malen? Naja. So, und der spielt da direkt mal voll der Zocker hier. Spielt, wie heißt das? Ja, dieses komische Spiel halt. Tetris ist das ja nicht. Und der David ist da am Malen, okay. Und verliert dabei Spaß, okay. Eigentlich dachte ich ja, dass das Spaß macht. Wahrscheinlich muss ich eher malen,
weil ich ja der Künstlerische bin. Okay. Das können wir dann jetzt noch mal ein bisschen vorspulen. Wir haben da tatsächlich auch eine Angelstelle. Das ist gut. Was kannst du machen? Komm, ihr lernt euch jetzt erstmal kennen. Ist das fertig? Okay. An Sammler verkaufen. Wird so wahrscheinlich nicht viel bringen, aber wer weiß. 69. Aha. Okay. Ich würde sagen. Wo sind denn die? Ja, verpiss dich, Drecks-Tutorial, ey. Ja, leck mich am Arsch. Lass mich jetzt in Ruhe. Da, das wollte ich sehen. Okay. Oh, ne. Ja, komm, verschönern wir mal den Tag, David. Los, mach. Was wollte ich denn jetzt sagen? Genau. Was ich vorhabe in diesem Let's Play ist erstmal werde ich ein bisschen mit diesem Haushalt hier spielen. Arbeit suchen wird wahrscheinlich als nächstes dran sein. Dann irgendwann, ja kommt, hört jetzt auf zu quatschen hier. So, genau. Dann kannst du ja auch direkt mal irgendwas zu essen kochen. Mach dir mal ein Salätchen. Genau, irgendwann werde ich dann einen neuen Haushalt erstellen. Und zwar werden das zwei Frauen sein, die ich dann, die dann halt mit diesem Haushalt hier heiraten werden irgendwann, ja. Und ja, ansonsten werde ich halt ein bisschen Sims zocken, wa? Das jetzt vorlesen. Nee, analysieren, was? Ich würde sagen, du. Tust jetzt mal einen Job suchen. Und du frisst das jetzt. Also manchmal verstehe ich das nicht. Dann machen die sich das Essen und dann essen sie es aber nicht. Das ist manchmal ein bisschen sonderbar. So. Okay, immer noch die gleichen Berufe wie immer. Also das finde ich wirklich richtig bescheuert von bescheuert gemacht von Sims. Das finde ich wirklich richtig grottig. Eine richtig derbe Verschlechterung von Sims allgemein. Dass die einfach so viele Sachen rausgenommen haben, die schon gut waren, ja. Also ich hatte ja vorher Sims 2. Und da gab es so viel mehr Auswahlmöglichkeiten, allein schon an Jobs. Da gab es jeden Tag andere Jobs, die man wählen konnte. Dann gab es viel mehr Auswahlmöglichkeiten an Klamotten. Und das muss man ja sagen, die Grafik ist wirklich so gut gelungen, meiner Meinung nach, ja. Das finde ich wirklich richtig gut an diesem Spiel, ja. Aber wie gesagt, dass die so viele Sachen, die schon gut waren, warum haben die wieder rausgenommen? Das verstehe ich halt nicht. Das, aber naja, ist halt EA, wa? Ich werde dann auch irgendwann mal mich nach Mods erkundigen, wie das damit aussieht. Ob das irgendwie, was es da so für Mods gibt, ob man die, also wenn man die installiert, muss ich mir alles nochmal angucken. Vielleicht gibt es da ja die Möglichkeit, das Spiel nochmal ein bisschen zu verbessern. Und, so, du suchst jetzt auch noch eine Arbeit. Du wirst auch Technikguru, weil das einfach das ist, wo man am meisten verdient und
passt er eigentlich einigermaßen. Ja, also wie gesagt, ich finde das echt. Dann müssen wir eigentlich zur Arbeit. 2 Tage und 2 Tage. Huch. Okay. Dann haben die ja jetzt noch ein bisschen Zeit. Du kannst dann auch schon mal pennen gehen. Und du bist gerade am Fressen, okay. Was? Hä? Nee, nicht. Boah, da siehst du, was habe ich gesagt? Er hat einen Gartensalat gemacht, aber nicht gegessen. Das finde ich ein bisschen sonderbar. Ja, aufessen. Warum setzt er sich nicht? Warum kann man das nicht machen, dass das dann gleichzeitig gemacht wird? Dann nicht. Wie sieht es aus? Okay. So, dann kannst du jetzt auch einmal schlafen gehen. So, dann vergeht die Zeit jetzt nochmal noch schneller. Wenn du dann ausgeschlafen hast, wirst du ein bisschen. Zwar jetzt. Wirst du ein bisschen aufräumen. Warum unwohl? Rückenschmerzen wegen billigem Bett. Aua, die Matratze war hart wie Beton. Ja, dann würde mir das aber nicht wehtun, weil ich schlafe gerne auf relativ harten Teilen. Auf harten Betten. Also nicht allzu hart, aber halt. Ich mag das nicht, wenn die so ultra weich sind, wisst ihr? Dann, wenn du aufgeräumt hast, wirst du einmal pissen gehen. So, und dann machst du dir nochmal etwas zu essen. Boah, da war wieder die Stimme weg. Das finde ich ja wundervoll. Ja, super finde ich das. Ich liebe das. So, mach hin. Hat er sich gerade ernsthaft in die Finger geschnitten? Schnüffelt der ernsthaft einen Gartensalat, ey. Ja, komm. Ja, wollte ich gerade sagen. Steh auf jetzt. Ja, cool, der macht alles alleine. Und du machst dir einmal Rührei. Hä? Warum denn der jetzt? Der doch. Oh. Okay, dann mach du ihm Rührei. Dann kannst du dich auch nochmal duschen. Okay. Ja, warum gehst du auch da rein, wenn du weißt, dass der The Gateway da drin ist, ey? Meine Fresse nochmal, ey. Okay, du isst jetzt. Was mit dem? Ach ja. Selbst einen niedrigen Witz erzählen. So. Machen wir das mal. Super, es ist wieder glücklich, ey. Naja. Okay. Läuft. Okay. Ja, dann lernen den David auch nochmal kennen. Was spielt der da? Der spielt Sims. Oder? Ist das Sims? Nee. Na, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Figuna! Okay, Entschuldigung. du wirst dich jetzt einmal duschen. Und du wirst
Wie schnell die Sachen runtergehen. Der hat doch gerade erst gefrühstückt, oder nicht? Ja, halt die Fresse und mach. Du auch. So. Boah, er kann kochen. Boah, kann ich übrigens nicht. Also habe ich jedenfalls noch nie probiert. Ich habe nämlich das Glück, dass meine Eltern immer für mich kochen. Oder halt allgemein für uns kochen. Für die ganze Familie. Ja. Und du isst das jetzt, Mann. Und so hast du es dann gekocht, wenn du es jetzt nicht isst, ey. Meine Güte, nee, ey. So viel zum Thema, die Sims sind schlauer geworden. Aber das muss man wirklich sagen, die sind eher wirklich schlauer geworden. Und du kannst jetzt ruhig zocken, wenn du willst. Warte. Nee. Was wollte ich denn? Ist das da, genau. 4 Stunden Videospiele spielen. Was macht denn der hier gerade? Nee. Du wirst jetzt Spiele spielen. Blickblock heißt das, genau. Spiel mal Sims. Und du musst auch Videospiele spielen, war ja klar. Und es sind immer noch 2 Tage bis zur Arbeit, was? Warum? Naja. Du wirst dann jetzt hier nochmal aufs Klo gehen. Okay. Was dachte ich eigentlich? Na naja, egal. dann müssen wir jetzt auch nochmal pennen gleich. Und zwar genau jetzt. Und du hast schon 1 Stunde voll, okay. Okay. Ja, übrigens, ich habe mir jetzt einen Popschutz zugelegt. Ich weiß nicht, ob man den Unterschied hört oder ob man überhaupt einen Unterschied hört allgemein. Ja, wollte ich halt einfach mal sagen. Dass ich jetzt einen Popschutz habe. Yay! Hatte ich nämlich vorher nicht. Ja, macht Sinn, oder? So, das hat er. Dann kannst du jetzt auch wieder aufhören. Und kannst essen gehen. Und zwar machst du dir Macaroni mit Käse. Und du machst dann jetzt mal hinne mit Schlafen. Damit du auch deine 4 Stunden spielen kannst. Es wäre aber schon cool, wenn man so befördert wird, weil man zu Hause sitzt und Videospiele spielt, wa? Dann wären wir wahrscheinlich alle Chefe oder so. Chefe vor allem. Ja, Mann, ich bin voll der Chefe. Komm, mach hin jetzt. So, okay. Dann wirst du jetzt Videospiele spielen. Du spielst Big Block. Big Block. Keine Ahnung, wie das heißt. Big Block. Du kannst pennen gehen. Ja. Alter, warum gehen die Sachen so schnell runter? Er hat schon, wie viel? 1 Stunde, okay. Und es sind noch 17 Stunden bis zur Arbeit, also ein Tag. Was ist da gerade passiert? Ah, er ist gestorben. Boah, du bist so gut, der Gateway. Du bist der Beste, ey. Irgendwie verstehe ich das nicht. Das sind doch. Aha. Sonderbares Game. Was musst du schon wieder essen? Willst du mich gerade verarschen? Ja, dann ess mal. Ach, macht er eh. Ah ja, mit Toast. Okay. Und du musst aufs Klo.
Ich würde sagen, diese Folge geht noch, bis die dann auf die Arbeit gehen. Also noch 13 Stunden, ja, 13 Stunden Folge, yay! Und, du bist am Essen, okay. Hast schon gar keinen Hunger mehr, aber gehst jetzt. Oh, cool. Und dann wirst du nochmal duschen. Und kannst dann schlafen gehen. Du gehst dann jetzt mal hier drauf. Wirst dir gleich nochmal was zu essen kochen. Dann würde ich ihn ganz gerne wieder ins Bett schicken, damit die Schneidzelle vorbeigeht. Yay, gut gedeutscht, mein Lieber. Okay, Level 2 der Kochfähigkeit. Yay, juhu, wir freuen uns. Yay, was ist das? Fieser Kühlschrankgestank. Ja, was kann ich dafür, dass das alles billig ist, ey. Meine Fresse, ey. Lass mich doch, ey. Immer meckern, dieser Typi. Das regt mich so auf, dass die immer irgendwas zu trinken rausholen aus dem Kühlschrank. Dann einfach immer irgendwo hinstellen. Das nervt mich sowas von. So, jetzt haben wir noch 5 Stunden, okay. Oh, jetzt steht der auf, ey. Dann kannst du das hier mal fertig trinken. Los, mach hin. Wir haben schon wieder die Folge schon wieder viel zu lang. So. Hä? Hat der gerade ernsthaft ein Buch ins Klo geworfen? Was? Oh, ich dachte. Jetzt holt er sich schon wieder was zu trinken. Ich könnte ausrasten, könnte ich, ey. Naja, dann nicht. So. Ja, Weißt du, dann guckt er mich an, so als wäre irgendwie, keine Ahnung. Und dann sind sie plötzlich beschämt. Was ein Wunder, ey. Okay, in circa einer Stunde ist das Let's Play auch schon beendet. Also, nein, Quatsch. Nicht das Let's Play, sondern die Folge. Du isst erst nochmal fertig. So, und dann gehst du zur Arbeit. Genau jetzt. Ja. So. Die sind erst weiter auf der Arbeit. Oh, macht voll Sinn, wenn keiner da ist, in normaler Geschwindigkeit zu spielen. Aber dann würde ich sagen, das war's von dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen hoch da. Und wir sehen uns nächste Folge wieder. Und ich würde sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.